Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Scampi. Scamp. Wir wollen heute ein bisschen rumscampen. Und zwar erstmal hier ein bisschen rumlooten. Aber ich mache hier nur die Werkstätten und so. Und hier vielleicht was trinken. So, bist du eigentlich verletzt durch die Aktion gestern? Nein, bist du nicht. Ja, das weiß ja. Das war ja auch wieder was, ne? Schön zum Schluss der Folge. Ich wollte schon ausmachen und dann sowas. Ich sag's ja, das könnt ihr knicken. So, wie gesagt, unten haben wir einen Volkswagen, einen Wolfswagen mit zwei Reifen. Moped, hätte ich fast gesagt. Ja, das haben wir auch. Und aber kein Sitz, ne? War das nicht so? Da war kein Sitz drin. Das ist so zum Heulen. Yes. Stoßstange, ja, hip, hip, hurra. Also, wie gesagt, ich würde, wie gesagt, irgendwie sehen, dass wir nach unten kommen. Und dann würde ich, glaube ich. So, das war das. Wir hatten ja einen gesehen, der war ja hier unten irgendwo, mein. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Dass wir uns den dann aufbauen. Ich brauche ein Auto. Irgendwas Autiges. Also dann mal so richtig. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, da wusste ich damals ja auch nicht, dass man den Wagen wohl auch mit drei Reifen nur fahren kann. Hier habe ich. Oh, das ist gut. Hier ist eine Apotheke. Da gehen wir natürlich mal rein. Wieso sind hier eigentlich. Warum sind hier eigentlich alle Türen auf? Waren wir hier schon? Oder sind hier die ganzen Zombos raus? Ich weiß das gar nicht. Fisch, Fisch, Fisch kannst du mitnehmen. Habe ich noch 9 mm Munition? Nein. Was ist das? A-Klammer kannst du behalten. Ich habe keinen Platz. Aber dann würde ich doch sagen, ess die doch mal. Erstmal Geschmack prüfen, mild, und dann hau dir die noch mal in die Figur. Knüppel. Vorsichtshalber. Ist nur vorsichtshalber. Ich könnte eigentlich müsste ich unnötigen Scheiß raushauen. Die Sachen mitnehmen, weil die bringen ja auch viel mehr Geld, ne? Ich weiß das auch nicht. Ich weiß nur, wir haben zu wenig Platz. Also ich würde sehen, dass ich hier Verbände, wenn ich Verbände kriege, die würde ich schon gerne mitnehmen wollen. Oder wirklich was super Spezielles, ne? Warte mal, war das voll? Da fehlt einer. Auf. Alles trinken. Aber ja noch ein Platz frei. Lass ich es nämlich hier. Ob ihr auch dabei war, seid. Aber sag doch mal, pass mal auf, mach doch mal ein Check-up. Warum, so sieht es immer cooler aus.
Das habe ich ja erst gewechselt. Da sind 15 Schuss drin. Alles klar. Und hier sind 23. Okay. Wie sehen eigentlich unsere... Ich muss einmal gucken hier. Reparieren. Auch mal reparieren. Schuhe reparieren. Keule, ja, die könnte demnächst auch mal repariert werden. Le Keule. Tiefkohle, ich nehme mal da Vitamin-Zeus mit. Und das. Okay. Nein. Ja. Hab ich. Das mal raus. Das sind schon wieder die nächsten, ey. Sagen, bewegt es sich noch? Ist der andere Stinker Gebüsch gelaufen oder was? Wo ist der hin? Da ist es. Ah, erledigt. Also ich meine, ich würde es ja feiern, wenn man da auf einmal jetzt hier noch einen Sitz und so finden würde, aber das kriegst du ja nicht. Das machen die ja nicht. Das sind ja Zecken hier bei Scum. Da rein, da ist so eh nichts drin. Na, guck mal, da ist nichts. Das ist alles nichts. Die Taschen sind voll. Spritkanister wäre schön, ja. Ist hier zu Hause? Wir haben am Anfang so viel Kanister. Sonnenbrille, nee. Das ist das hier nicht. Ja, 200er. Nee, wir haben auch noch welche zu Hause. Das ist ja so eine Essensbaracke. Ich da rein. Ist eine Zwiebel drin. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ja, wir sind ja gut davor, also ist das ja nicht. Was soll da schon Dolles drin sein? Ein Stück Seife. Na ja, gut, ein Stück Seife ist nicht verkehrt. Pause oder durchsuchen? Ach, ja, Freunde. Tja, noch so ein. Da oben wäre noch eine Garage. Das hast du gut gemacht. Du wärst nicht ausgelacht. Aber man merkt, ne? Ich bin schon wieder etwas länger hier. Zombies spawnen wieder wie verrückt.
Darum ganz schnell hier einmal reingeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jemals einen Benzinkanister gefunden habe. Ist wahrscheinlich an der Tankstelle da, also da oben in der Stadt, aber da war mir zu viel los. Sorry, da musste ich raus. Da musste ich raus. Kriegen wir schon hin. Auf jeden Fall lasse ich das Ding nicht mehr stehen. Das sage ich euch. Das ist mir so egal. Dann wird eine Blende gemacht und dann schiebe ich eben 3 Stunden. Aber wir können, jeder Liter zählt ja. Ich habe keine Ahnung, ob da vielleicht Sprit drin ist. Nimm mal und sag mal Flüssigkeit verschütten. Ich taufe dich, bla bla. Okay. Treibstoff abzapfen. Oh ja, gut. 6 Liter sind besser als 0 Liter, ne? Jedes bisschen zählt. Ach, das ist der Staudamm, ne? Das ist der Staudamm, genau. Jetzt muss es. Aber nicht hier, oder? Komm, wir fahren lieber erst noch ein Stück weg. Ich muss nur einmal sehen, wohin. Wir sind jetzt hier. Ich müsste Richtung Süden. Ich würde ja hier versuchen. Da scheint eine Tanke zu sein. Also, wartet. Das ist Osten? Südost? Wo wird die Straße denn hinführen? Da oben ist Norden. Wartet mal. Süden ist da. Ich gucke nach Süden. Also würde ich sagen, in die Richtung. Okay, dann fahr mal erstmal da ein Stück. Dann lasse ich dich gleich mal austreten. Es fällt mir jetzt so gerade ein. Stimmt auch. Die Tank, du brauchst fürs Moped ja gar keine Batterie. Vielleicht schön, wenn es da ist. Aber man braucht es nicht zwingend, ne? Ja, ist der richtige Weg. Runter geht's auf jeden Fall. Ich hoffe, wie gesagt, dass da dann eine Tanke kommt. Ich versuche mich uns jetzt hier mal Stück für Stück an die Tankstelle zu bringen. Das Gute halt hier dran ist, ich kann euch hier mitnehmen. Sonst hatten wir ja wenigstens immer noch einen Kanister mit, ne? Kanister, wo ist eigentlich hier mal der nächste Händler? Ich meine, ich könnte dann ja mal ein bisschen was wegverkaufen. Ach du Scheiße, da unten irgendwo.
oben im Norden, da will ich aber nicht unbedingt hin. Aber ist schon krass, ne? Oben ist noch was, aber... So, warte mal. Scheiße, das ist sogar das Ding, ne? Glaube ich. Ein Sitz, ein Reifen, zwei Reifen, kein Motor. Nur schnell nach einem Kanister geguckt, vielleicht eventuell. Okay, ich glaube, in den Kisten ist auch gar kein Kanister, ne? Ist ja alles mehr so ein Weintraubengedöns. Nahrung brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Okay. Ja, gucken. Fahren wir mal noch ein Stück weiter. Ich meine, auf der Karte, das ist ja immer so. Okay. Du weißt, was los ist. Da steht ein Fahrrad. Allerdings. Ohne Vorderrad. Okay, hier ist Sprit schwierig. Oder naja, es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Oh, Scheiße! Ich wollte gerade sagen, ich hoffe nicht an meinem Moped. Ich habe den nicht gesehen. Wo war der denn? Leute. Drin. Ist drin.
Echt jetzt? Echt jetzt? Da ist wieder der Standard-Rucksack. Geld? Nein. Wagenheber? Hat er noch schön. Ich würde sagen, fix auftanken und dann weg vom ab vom Höfer. Ich muss absteigen. Schade. Ich hoffe, es ist genug drin. Ja. Also gut, auch hier kein. So, wo wäre denn jetzt die nächste Tankstelle? Oh, Leute. Ja, war wieder ein bisschen. Ich war wieder ein bisschen sehr still. Da müsst ihr mich dran gewöhnen. So, hier kommt noch ein Dorf. Hier ist ein See. Da habe ich schon mal mein Lager aufgeschlagen. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Na gut, fahren wir zum nächsten Dorf. Gucken mal, was wir da finden. Wir sind jetzt ja ganz gut unterwegs. Oh, das ist ja schon hier. Ich glaube, ich würde hier jetzt mal so nur mal beim Vorbeifahren, nur mal so, obwohl hier sind auch Werkstätten, ne? Ja, wisst ihr, Leute, ganz im Ernst, ne? Das ist so hart, wenn hier ein Motor drin ist, jetzt ohne Scheiß. Also gut, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Eine Batterie. So, Reifen. Einer. Zwei waren beim Dings. Bei der anderen Geschichte. Scheiße. Oh, was ist hier los? Ja. Kannst sagen. Was mit den Füßen echt. Langsam. Langsam. Also, das heißt, wir haben eine Tankstelle. Das heißt, und wir haben es ja gesehen, wir kommen ja. Wir kommen ja rauf und runter gefahren. Das geht. Das heißt, ich würde jetzt sehen, dass wir zurückfahren. Wir haben. Oh, scheiße, ich habe natürlich keine. Passt mal auf. Passt auf. Passt auf. Wir versuchen es. Ist mir scheißegal, wir versuchen es. So, wir haben hier einen Sitz. Alles klar. Nein.
Ich guck mal sehen, ob wir das irgendwie hinbekommen. Und wenn, ist das der nächste Loot-Container hier? Ich habe ja kein Reparaturkit. Ich weiß nicht, ob das nur mit dem Wagenheber ausreicht. Soweit ich ja informiert bin, eigentlich nicht. Aber was weiß ich denn schon? So, und ich würde jetzt nämlich mal Mut. Oh Mann, das sowas triggert mich. Das mag ich. Einmal hochfahren. Noch zwei Reifen organisieren. Gucken, denn bei dem einen war ja auch noch ein Moped drin. Erstmal gucken wir hier, ob wir hier noch was Hübsches finden. Und du bist wer? Oh. Da habe ich wieder nicht. Nachladen. Weil man weit genug weg ist. Jetzt hat er mich gesehen. Nee, hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Ja. Darum ist auch, wenn die, wie gesagt, wenn die zu weit weg sind. Alter, ja, der hat natürlich so. Jetzt hat er mich, ne? Nein, auch noch nicht. Ah, das ist halt dieses Westending. So. Stück geschluckt, das Viech. Okay, also. Jetzt wird es interessant, ob wir hier irgendwas noch finden. Ja, gut, gehen wir das mal an. Schauen wir mal. Das wäre ja der Hammer, wenn wir das jetzt hinkriegen würden. Aber ich hätte es jetzt mal ein bisschen durch, weil wir haben jetzt nämlich zwei in einer relativ in der Nähe plus eine Tankstelle in der Nähe. Und ohne Scheiß, ich schieb das Auto lieber irgendwo hin, als mit dem Moped dann zu fahren. Ist mir scheißegal. Okay. So. Das heißt, wir fahren jetzt zu dem einen Dorf zurück, ne? Ich hab halt noch nicht reingeguckt. Na, ist egal. Wagenheber dabei. Und wo bin ich gekommen, Leute? Scheiße. Jetzt geht's nämlich los. Sind wir nicht hier hoch? Ich und mein Orientierungssinn, das könnt ihr sowas von vergessen. Völlig falsch. Oder? Ja, ja, wir sind ja von da gekommen. Ich fahre noch einmal tanken. Wenn da überhaupt Sprit drin ist. Dafür soll es noch reichen.
hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Oh, die Folge ist ja schon wieder rum. Okay, dann passt auf. Wie machen wir das? Ich versuche da irgendwie hinzufahren. War hier nicht auch ein Auto? Ja. Den machen wir noch fix mal zusammen. Hier war aber kein Motor mehr drin. Genau. Okay. Okay, 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 okay. So. Links. Okay. Dann die Hände nehmen. Sag mal, Trulla, brauchst du das oder was, dass er die schlägt? Wer sagt das? Also. Das Ding jetzt in die Hand, so. Okay, zwei Räder bekomme ich dann also nicht rein. So, okay. Ich weiß nicht, ob das da stehen bleibt. Darum werde ich dann wohl den erstmal wieder mitnehmen. So, okay, meine Lieben. Ich würde sagen, ich bringe das erste Rad weg. Und wir sehen uns dann... Ja, ich muss mal gucken. Morgen? Auf jeden Fall sehen wir uns morgen. Ich muss nur mal... Ja, komm, wir fahren auch zusammen jetzt einmal hoch. Wie gesagt, wenn alle Stränge reißen, ich schieb die Kiste bis ins andere Dorf wieder. Weil das Moped hier natürlich schneller ist. Nur hier geht ja auch langsam der Speed aus. Hatten wir da jetzt noch zwei Räder schon dran oder war da nur eins? Ich weiß es gar nicht mehr. Und wenn ich eine Tour runterfahre. Wir hatten noch schon ein Rad, war schon dran, ne? Ja. Treibstoff abzapfen? Nein, nicht Treibstoff abzapfen. Ich werde auf jeden Fall... Okay. Achso, nee, du musst ja das, dieses Wagenheber-Ding. Ich muss es ja sowieso Service beenden. Aber ich glaube, um Sprit zu sparen, jetzt ohne Flachs, laufe ich das Ding alleine runter. Laufe ich das runter. Ich laufe jetzt runter. Ich hole das dritte Rad. Ja. Und dann sehen wir uns hier beim dritten Rad. Und ich gucke, ob wir dann mit der Möhre hier... bis noch ins andere Dorf kommen. Also gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, morgen geht's weiter. Ich springe gleich wieder rüber und schaffe ich das überhaupt noch? Ich mache noch. Eine mache ich noch. Also Leute, macht's gut. Euer Mach.
Ciao. Ich bin gespannt, ob wir es morgen hinkriegen.